drückt feste die Daumen, dass wir am Samstag 17 Uhr... ich trinke Sekt vielleicht. Moin, liebe Wölfe, da sind wir endlich wieder und das bedeutet höchste Zeit für die neue Weekly Wolves. Unsere Wölfinnen befinden sich derzeit in der Länderspielpause. An sich war ein Testspiel geplant am Freitag, dieses musste aber kurzfristig aufgrund von Corona-Fällen bei den Gegnerinnen von Twente Enschede ausfallen. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir wechseln jetzt zu unseren Männern und da hieß es unter der Woche Stifte raus, Klassenarbeit. Nee, Quatsch. Stifte raus, Autogrammstunde und zwar die offizielle von unserem Merchandising und da waren wir natürlich auch mit der Kamera am Start. Dienstagmorgen, 9.20 Uhr. Wolfsburg, grau in grau. Wölfe TV bewegte sich ganz langsam zur Arbeitsstelle am VfL Center. Doch da drehte einer schon eifrig seine Runden. Gut. Ich glaube, man sieht es sehr anstrengend, aber es braucht es. Ich hoffe, dass ich dann endlich wieder zur Mannschaft zurückkehren kann irgendwann. Wäre alles schön und gut, aber macht keinen Spaß auf Dauer. Fernschüsse, Fallrückzieher und feine Volleys, die gab es unter der Woche zu sehen und zwar am Mittwoch bei uns auf dem Channel. Da haben wir nämlich für euch die Top 5 Tore gegen den ersten FC Köln zusammengeschnitten. Einen Torschützen daraus haben wir mal gefragt, wie er sich so an seine Hütte zurückerinnert. William, Kainz, Arnold, drin! Was für ein Tor! Maximilian Arnold! Das war das erste Tor, nachdem mein Sohn geboren worden ist. Mein erster, deswegen, ich hatte es sogar falsch rumgezeigt, aber ich wusste es im Herzen. Und war schön, ich glaube, es war 1-0. Baut hat dann in der zweiten Halbzeit noch das 2-0 gemacht. Dann haben wir leider auch das 2-1 kassiert, aber es war ein guter Saisonstart, da wir 2-1 gewonnen haben. Und wir schauen an dieser Stelle nun auf die Fakten zum Spiel. Was haben Bayern, Gladbach, Union und Köln gemeinsam? Richtig, sie sind in der aktuellen Saison noch ungeschlagen. Ein Sieg und drei Unentschieden stehen auf der Habenseite der Kölner. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist der FC richtig auf Sendung. 5 ihrer 6 Tore machten die Geißböcke nach dem Seitenwechsel. Auch die Laufleistung ist mit 116 Kilometern ungefähr 3 Kilometer höher als der Durchschnitt. Von den 16 Spielen gegen Köln konnte der VfL 10 gewinnen. 2 endeten unentschieden und mit einem Torschnitt von 3,19 Toren pro Heimspiel ist mit einigen Buden zu rechnen. Apropos Bude, hier noch eine von Ex-VfL-Stürmer und FC-Trainer Steffen Baumgart aus der Saison 98-99. Es war einiges los in dieser Woche auf dem Transfermarkt und wir sagen an dieser Stelle unter Umständen auf Wiedersehen, Bartosz und Asta. Und auf der anderen Seite, mach's gut, alles Gute für dich, lieber Renato und viel Erfolg im schönen Lugano. Starte mit dieser VfL Wolfsburg Spieltagstasse deine Sammelleidenschaft. Zu jedem Heimspiel wird es die passende Tasse geben, sowohl für die Wölfinnen als auch für die Wölfe. Und dieses wunderschöne Exemplar gibt's für 12,95 € bei uns im Fanshop, also sichert euch eure Spieltagstasse. So Leute, das war's schon wieder mit der Weekly Wolves für diese Woche. Drückt feste die Daumen, dass es am Samstag endlich klappt mit dem ersten Dreier der Saison und dass wir nach diesem Samstag 17.20 Uhr mit 5 Punkten auf dem Konto im Tabellenmittelfeld stehen. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Freut euch auf die Stimmen zum Spiel und die PK nach dem Spiel und allerhand Content am kommenden Wochenende. Ich sag tschüss, bleibt gesund und munter, euer Felix.